So, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, wieder zurück mit Versuch Nummer 2, hier herauszukommen, nachdem wir ja im ersten Crash gesehen haben, wie ich, weggerannt worden bin. Auch hier verstehe ich wieder nicht, wieso hier kein Admin was macht, aber ja. Es wollen alle raus, kann man auch verstehen. Das habe ich natürlich. Das könnte in die Hose gehen. Auch das verstehe ich nicht. Es wird dort einfach reingefahren. Also wie ihr seht, liebe Zuschauer, es ist, dass hier kein Admin was macht, ich kann es nicht verstehen. Da fragt man sich dann, für was hat man Admin? Was machen wir, wenn ich jetzt so mache? Mich weg, Mann, du Idiot, echt, ey. Man muss hier natürlich jetzt auch dazwischen quetschen.
Geilste ist, da steht Rec, ne? Aufnehmen als Beweis, quetscht sich selber dazwischen. Auch da verstehe ich nicht, warum da keiner was merkt. Ich bin natürlich jetzt hier mittendrin. Problem ist, ich sehe natürlich jetzt nicht, kann ich fahren, kann ich nicht fahren. Es wird nicht gewartet, es wird nicht gewartet. Sagt mal, ist es euer verkackter Ernst? Echt, ey. Das ist doch... Dass hier kein Admin was macht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Echt nicht. Dass hier kein Admin was macht.
658. Also so brauchen wir gar nicht, dass die Zuschauer rausfahren. Weil hier macht definitiv kein Atmen was. So brauchen wir nicht rausfahren. Also wie gesagt, das verstehe ich echt nicht. Also oder so eine Schrankheit, die vielleicht da einbauen sollen. Also allein eine Viertelstunde stehen wir schon hier, weil wir hier einfach nichts machen können. Wenn wir jetzt rausfahren, dann passiert das Gleiche, was gerade passiert. Weil der nächste nämlich, die werden nämlich alle hochgeschoben. Ja. Brauchen wir nicht versuchen, weil der nächste fliegt. Thank you.
So, wie es aussieht, macht der Admin jetzt was, was auch sehr schön ist, aber immer noch nicht hier. Aber er macht was sehr schön, finde ich gut. Wenn er jetzt hier auch noch was machen würde, wäre es perfekt. Ja, es gibt natürlich auch mal wieder welche, die sich dann natürlich vordrängeln. Aber ich finde es gut.
Wenn er jetzt, wenn er hier auch noch was machen würde. Ja, er muss ja natürlich jetzt auch dazwischen quetschen. Er quetscht sich auch dazwischen. Das ist immer dann sehr schön. Der 26:47 auch dazwischen. Er sieht, dass ich auf die Spur will und quetscht sich dazwischen. Finde ich dann auch mal gut. Ja, das ist. Einfach Idioten, einfach Idioten. Es wird sich dazwischen gequetscht. Einfach Idioten, echt, ey.